Grüß euch. Wir haben ja unsere neue Scharfschützen-Serie schon mit dem Live-Video vorgestellt, wo wir euch eben vorgestellt haben, wie die ganze Ausrüstung jetzt quasi im Gebrauch funktioniert. Und jetzt möchten wir euch das Ganze nochmal detailliert zeigen. Hinter mir ist das Tarnnetz. Das habt ihr in den anderen Videos nicht gesehen. Die sind nicht mehr drauf. Ganz einfach deswegen, ein bewegtes Video von einem Tarnnetz ist nicht wirklich spektakulär. Von denen haben wir zwei Stück. Hinter mir ist die dunkle Woodland-Version. Es gibt noch die braunere, beigere, Wüsten- bzw. gemäßigte Version. Die haben wir jetzt hier nicht mehr drauf. Die sind eben wirklich für stationäre Tarnung, für Unterstände und Ähnliches gedacht, weniger für einzelne Personen. Und kommt eben mit einem Trägernetz, das eben auch dafür sorgt, dass man dabei nicht hängen bleibt. Ich habe jetzt hier noch einiges andere an Ausrüstung von uns da, das werde ich euch jetzt Stück für Stück vorstellen. Ja, den Anfang machen wir mit den Fahrtengillis. Ich habe jetzt mal exemplarisch für die Gillis die zwei Kopfhauben hier und den Packsack. Das sind die klassischen Gillis mit Baumwollfäden. Und wie es bei Ausrüstung eigentlich immer ist, man hat eigentlich ein Dreieck aus Preis, Performance und Gewicht und Volumen. Die sind von der Performance ganz gut, die sind vom Preis wirklich, ja, ich sag jetzt mal, annehmbar, also sind relativ günstig dafür, dass es ja ein fertiges System ist. Platz ist bei denen eben der Faktor, brauchen sie ein bisschen mehr. Man sieht es jetzt hier am Packsack. Das ist schon durchaus ein Volumen. Aber man bekommt eben ein fünfteiliges Set. Man hat einen Packsack, man hat Jacke, Hose, eine Kopfhaube und eine Waffengirlande. Das heißt, man ist erstmal komplett ausgestattet. Das ist eigentlich ideal, wenn man die Scharfschützenausrüstung entweder gleich anlegt oder eben nicht lange mit im Rucksack rumführen muss, weil hat eben schon ganz schön Volumen, ist aber eben wie gesagt vom Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell das günstigste, was wir haben. Die Waffengirlande seht ihr jetzt hier am SVD, sie eben auch vorne mit angebracht. Und ja, die haben wir eben in den zwei Varianten. Wir haben die Woodland-Version, das lehnt sich jetzt vom Farbton ein bisschen an die neuen Navy-Uniformen an. Und wir haben eben die Wüsten oder die helle Version. Die kann man auch für unsere Breiten durchaus mit Sprühfarbe noch nachbehandeln, ein bisschen nachdunkeln. Gerade wenn man etwas als Zubehör für Multicam sucht, ist das eigentlich nicht schlecht. Man muss halt ein bisschen nacharbeiten. Und wenn man es leichter will, haben wir allerdings auch neue Systeme eben mit im Shop. Und die zeige ich euch gleich. Wir kommen jetzt zum nächsten. Und zwar sind das die 3D-Anzüge. Auch wieder exemplarisch die beiden Jacken hier. Da ist es so, dass die 3D-Blätterdarstellung auf ein tarnfarben bedrucktes Netz genäht ist. Das Ganze ist extrem leicht, extrem kompakt. Also wie gesagt, das ist jetzt hier die Jacke. Die Hose hat ein bisschen weniger Volumen. Wenn man sich das jetzt so anschaut, das ist nicht viel. Und die ist von der Tarnwirkung richtig gut. Das ist natürlich kein vollwertiger Gilli, wie wenn man ihn sich selbst baut, wenn man ihn auf das Terrain, das man gerade eben betritt, anpasst. Deswegen haben wir auch zwei Varianten. Wir haben hier die gründominante Version und wir haben die braundominante Version. Daraus kann man auswählen und sich dann eben auf seine Terrains, wo man sich befindet oder wo man in der Regel ist, eben einstellen kann. Diese Anzüge kommen eben auch in einem Packsack als Dreiteiler, das heißt Packsack, Jacke und Hose, und sind, ich sage jetzt mal, im mittleren Preissegment angesetzt. Wer sich jetzt nicht entscheiden kann und sagt, naja, ich weiß nicht immer, wo ich unterwegs bin, der hat noch eine dritte Option. Die haben wir hier, auch wieder exemplarisch die Jacke. Das erste, was auffällt, ist, der Anzug hat kein tarnfarbenes Gewebe, sondern Coyote-Tarnfarbenes Gewebe. Und was ich jetzt hier eben habe, ist auch wieder die braune Tarnung. Aber ich kann hergehen und wende den Anzug und habe die grüne Version. Das heißt, ich habe einen Anzug, decke damit beide Vegetationszonen ab. Und das Ganze ist durchaus ein bisschen mehr Material. Aber wenn man sich das jetzt so anschaut, naja, mehr als 10-20% mehr Material habe ich nicht. Und ich habe wirklich alles damit abgedeckt. Bei den Anzügen ist es so,
Was wir jetzt heute auch festgestellt haben, die sind super, wenn man die Jacke auch einfach nur einzeln unter der Gefechtsausrüstung trägt, unter der Weste, einfach nur für einen Plus an Tarnung. Man kann sich genauso bewegen, als hätte man eine Feldbluse an. Es bleibt an diesen Blättern nichts hängen. Man bleibt nicht irgendwo an den Ästen hängen, man zieht keine Äste oder Fäden hinter sich her. Man kann die Jacken wirklich tragen wie eine Feldbluse. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt nicht im militärischen Umfeld unterwegs, mir geht es jetzt um den Survival-Aspekt. Dieser Anzug vakuumiert, es schrumpft nochmal ungefähr auf 40%, naja, sagen wir 60%, der schrumpft um 40%, passt damit in jedes Fluchtgepäck. Normalerweise sagt man ja, gerade wenn man in der Survival-Szene aktiv ist, man möchte Ausrüstung, die nicht auffällt, die nicht militärisch wirkt. Aber hin und wieder ist es durchaus, wie soll man sagen, ratsam, nicht gesehen zu werden. Und da kann man sich den hier eben vakuumiert ins Fluchtgepäck packen, nimmt nicht viel mehr Platz weg als ein etwas größerer Poncho. Und man ist dann eben damit bedient. Dann haben wir noch eine Sonderform, die haben wir euch aus naheliegenden Gründen nicht leicht gezeigt. Und zwar ist das der Schneetarnanzug. Hier ist es so, dass wir ein weißes Trägernetz haben. Wer hätte es gedacht, das ist ein Schneetarnanzug. Und darauf aufgesetzt sind eben die braunen Tarnelemente. Das ist logischerweise nicht für die freie Fläche gedacht. Das ist, wenn man sich in einem verschneiten Wald bewegt. Was man natürlich mit diesem Anzug auch machen kann. Man kann ihn aufmachen und man kann ihn auf die weiße Seite wenden. Ist natürlich nur ein Überanzug. Man muss Kälteschutz und Nässeschutz darunter tragen. Aber, so wie auch die grünen und braunen Anzüge, ist es halt nahezu kein Volumen, kein Gewicht dabei. Also das Teil wiegt jetzt, ich muss jetzt ehrlich gesagt schätzen, ich habe sie noch nicht gewogen. Aber ich sag mal, wenn es die 200 Gramm übersteigt, dann wäre das extrem schwer. Ja, das wären jetzt eigentlich die Anzüge gewesen. Wir haben noch ein bisschen was und das zeige ich euch dann gleich im nächsten Abschnitt. So, wir kommen jetzt zum letzten Teil. Und zwar sind das die Ponchos. Ponchos sind aus einem sehr dichten Netzgewebe gemacht und sind eigentlich geschnitten wie ein klassischer Regenponcho. Das heißt, rechteckig. Man hat ein kleines elastisches Band an den Armen, um es zu fixieren, und eine Zugschnur und einen Kragen zum Verstellen. Und beide kommen eben auch wieder in der braunen Version des Nature Blind Tarn Musters und in der grünen Version. Und das sind Ausrüstungsstücke, die sind nicht so sehr für die Bewegung gedacht. Natürlich, man kann damit die Stellung wechseln, aber die sind eher dafür gedacht, für stationären Aufenthalt an Beobachtungsposten oder ähnliche Szenarien. Oder aber eben, man nimmt sie nicht als Poncho, als Kleidungsstück, sondern man nimmt sie einfach als Tarnnetz, um in Kombination mit dem Tarnanzug seine Ausrüstung abzutarnen oder einfach aber tatsächlich eine Position abzutarnen oder ähnlich wie das Tarnnetz den Poncho aufzuspannen und ihn wie ein Tarnnetz als Sichtschutz zu benutzen. Was man natürlich auch machen kann, man kann eben hergehen mit ein bisschen Geschick und macht sich auf Basis dieser Ponchos eine Überziehjacke. Man braucht eigentlich nur einen Abnäher, sprich die Ärmel abnähen auf seine eigene Torsoweite, und dann hat man eine Überzieh-Tarnjacke, die extrem leicht ist, extrem schnell trocknet und, wie man jetzt hier auch hört, mal mit Ausnahme der Plastikverschlüsse, die Geräusche machen, absolut lautlos ist. Dann hat man einen Überzieher, mit dem man sich schnell an gewisses Terrain anpassen kann. Ja, das war die Übersicht unserer neuen Scharfschützenbekleidung bzw. Tarnbekleidung. Hauptsächlich ging es ja hier jetzt mal darum, euch vorzustellen, was wir haben, wo der Einsatzzweck ist. Dafür, wie das Ganze draußen funktioniert, haben wir noch ein anderes Video. Und das werden wir auch mit hier im Video verlinken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaut euch auch das andere Video an. Und wir freuen uns natürlich wie jedes Mal aufs Feedback, auf eure Vorschläge, auf Kritik. Meldet euch einfach. Ich muss dazu sagen, ganz wichtig, YouTube spinnt zurzeit. Es gehen immer wieder mal Kommentare flöten. Wenn ihr neben dem YouTube-Kanal auch unsere Facebook-Seite abonniert habt, dann packt die Kommentare bitte direkt auf Facebook. Da werden sie auf jeden Fall gesehen, da geht nichts verloren.
Und wenn es auf YouTube mal ein bisschen länger dauert, seid euch sicher, wir haben euch nicht ignoriert, nur dann hat wieder mal die Kommentarfunktion einen Aussetzer und wir werden nicht über Kommentare benachrichtigt. Ja, soviel zum Technischen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!